Leos Bank, Hashtag Stay at Home, auf die Tasse Kaffee am Nachmittag. Es ist kein April-Scherz, nein, sie ist leibhaftig da. Tine Wittler, grüß dich. Juhu! Ja, also es ist... Mein erstes Skype-Video-Interview. Ich bin so eine Technik-Legasthenikerin. Ich hoffe, dass das hier alles hinhaut. Ich hoffe auch. Ich freue mich sehr und dann auch noch mit mir. Die Premiere mit mir, das freut mich. Wir sind auch gleich angezogen. Schwestern im Geiste. Krass. Reiner Zufall. Wir haben reiner Zufall. Nee, nicht abgesprochen. Tine Wittler. Dich, ja. Ich darf ja du sagen, kenne ich eigentlich nicht persönlich. Wir kennen uns nur über Audio und ich habe aber immer früher deine Sendung in Einsatz in vier Wänden geguckt. Ich bin nämlich so eine Entrümpelungs-Deko-Maus, kann ich zwar nicht und ich habe auch nicht dieses Gespür. Ich bräuchte dich auch mal bei mir. Daher kenne ich dich, umso mehr habe ich mich gefreut, als ich dich dann entdeckt habe in diesem Audio-Podcast, wo ich dauernd abhänge. Und jetzt bist du bei mir, weil es gibt ganz viele Gründe, mit dir zu sprechen. Tine Wittler ist ja nicht nur Einsatz in vier Wänden. Nee, das ist ein, jetzt sehe ich dich auch endlich mal, ein ganz lustiger, super Mensch mit ganz vielen Themen und viel zu sagen und auch mit Haltung. Und es gibt einen ganz besonderen Grund, mit dem fangen wir an, denn heute ist dein Buch erschienen. Ich muss es jetzt dazu sagen, wir reden jetzt heute am 1. April miteinander, auch wenn dieses Video vielleicht später hochgeladen wird. Mhm. Aber heute am 1. April sind wir beieinander und heute ist die Premiere von Suche Heimat, biete Bier. Was ist das? Also ich habe zufällig ein Exemplar mitgebracht. Zufällig? Ja, ganz zufällig. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Suche Heimat, biete Bier ist mein, ich weiß nicht, wie vieltes Buch. Ich bin ja jetzt schon seit weit über 20 Jahren vor allen Dingen als Autorin unterwegs und als Bühnenkünstlerin mit einem Chansonprogramm, als Schauspielerin und so weiter und so fort. Ich sage immer, Einsatz in vier Wänden war ein Nebenjob, der unerwarteterweise ein bisschen länger gedauert hat als geplant. Ich habe nebenbei immer meine künstlerischen Sachen gemacht. Jetzt sind die schon seit über 8 Jahren mein Lebensmittelpunkt. Mit Einsatz in vier Wänden habe ich vor 8 Jahren aufgehört. Und ich habe eigentlich in Hamburg gelebt, 25 Jahre lang, bin aber auf dem Dorf groß geworden und habe so vor 3 Jahren so einen Rappel gekriegt, dass ich dachte, oh mein Gott, das wird mir hier in der Stadt alles ein bisschen viel. Mhm. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da war dann plötzlich diese unerklärliche Sehnsucht nach dem Landleben. Und dann habe ich nur wenige Wochen später meine 7 Sachen gepackt, meine 7000 Sachen, muss man wahrscheinlich eher sagen, Stichwort entrümpeln, ne? Das war ein guter Anfang. Und bin in ein 60-Einwohner-Dorf gezogen. 60 Einwohner, vielleicht sind es mittlerweile auch nur noch 58. Und ich habe dort, also ich habe ja in Hamburg schon 15 Jahre lang Gastronomie und Kultur miteinander verbunden, in meiner Parallelwelt Kulturbar. Und hier habe ich jetzt die alte Dorfkneipe reanimiert, muss man sagen. Also in diesem Haus war bis in die späten 60er Jahre Kneipe. Und jetzt habe ich das sozusagen wiederbelebt und habe gleichzeitig auch noch eine Kleinkunstbühne installiert. Und von diesen Erlebnissen, was passiert, wenn du als Wittlerin aus Hamburg in ein solches kleines Dorf kommst, im wunderbaren Wendland, davon erzählt Le Livre, The Book. Und es gibt viel zu lachen und ich glaube, das brauchen wir alle gerade im Moment. Also ja, und mit dir kann man immer lachen, da war ich ja auch schon ein paar Mal Zeuge davon. Aber Wittlerin, sage ich jetzt mal, stört es dich eigentlich, wenn die Leute dich dann immer, so wie ich es jetzt auch getan habe, dummerweise, wenn die Leute dich immer wieder mit dem Einsatz in vier Wänden in Verbindung bringen oder sagst du, nö, stört mich gar nicht, ist ja cool, sind noch ein paar Leute mehr dazu gekommen, aber übrigens, wie du es gerade gesagt hast, ich war vorher auch schon gut unterwegs, habe Bücher geschrieben und habe Kunst und Kultur gemacht. Also ich bin nicht nur die, entschuldige, Dekomaus und die Entrümpelungstante, sondern ich, da ist noch mehr da. Ja, also das ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert, weil, also das waren 10 Jahre, die ich das gemacht habe. Das ist eine lange Zeit. Diese 10 Jahre liegen aber jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre zurück. Das heißt, mein erster Drehtag für Einsatz in vier Wänden ist fast 20 Jahre her. Mhm. Und ich bin auf der einen Seite sehr dankbar und sehr glücklich, dass das ein schöner Erfolg war und auch dafür, dass die Leute es gemocht haben und natürlich auch gerne mich heute noch darauf ansprechen. Es ist aber
schwierig. Zum Beispiel, ich mache ja jetzt gerade ganz viel Pressearbeit auch fürs Buch. Und wenn du dann Interviews führst, wo es zu 80% um das geht, was 20 Jahre zurückliegt und um 20% um das, wofür du eigentlich mit denen sprichst und worüber du selber sprechen möchtest, nämlich die aktuellen Projekte, dann muss ich gestehen, werde ich doch manchmal ein wenig ungehalten. Wir reden jetzt nur noch über das, was jetzt ist. Ich sage jetzt gleich mal, Achtung, Werbepause, wenn ihr noch nichts zu Ostern verschenkt habt und das versäumt, man kann immer Gutscheine verschenken für Buchhandlungen und dann verschenkt ihr einen Gutschein für die Buchhandlung und kauft gefälligst dieses Buch Suche Heimat Biete Bier, das, was Tine Wittler jetzt macht oder schon lange macht und jetzt wieder getan hat, ein wunderbares Buch zum Lachen geschrieben hat. Und du hast recht, wir brauchen alle den Humor, weil ich finde, mit Humor geht es dann ein bisschen besser. Und aber das ist ja nicht alles. Du machst ja am 10. April auch noch ein schönes Konzert in deiner Dorfkneipe. In der Dorfkneipe, genau. Du sitzt jetzt schon auf der Bühne, wo es sein wird, oder? Ja, Mann, deshalb sieht das Bild so gut aus. Ja. Wir haben hier wahnsinnig viel Kabel verlegt. Also das Haus, in dem ich hier sitze, das ist ein fast 200 Jahre altes Fachwerkhaus, liebevoll die Antikhütte genannt. Und hier befindet sich in der großen Dele normalerweise meine Kneipe und die Kleinkunstbühne. Und normalerweise dieses Haus ist dafür da, dass darin Leben herrscht, dass Menschen sich treffen. Es ist ein sehr kommunikatives Haus, denn hier gab es damals den allerersten öffentlichen Fernsprecher, als es noch das Fräulein vom Amt gab mit Umstöpseln. Mhm. So. Und wir transportieren dieses alte Fachwerkhaus jetzt ins 21. Jahrhundert und haben beschlossen, wenn die Menschen nicht mehr in die Kneipe kommen können und auf die Kleinkunstbühne, dann kommen wir eben zu den Menschen nach Hause. Mhm. Und deshalb bereiten wir hier unsere Streaming-Premiere vor, live am 10. April um 20 Uhr. Und das ist alles fürchterlich. Also ich hatte im letzten Jahr 20-jähriges Bühnenjubiläum, aber mir geht so der Stift vor dieser Nummer jetzt, weil das was komplett anderes ist. Du musst, also es geht jetzt darum, bei diesen Streaming-Geschichten wirklich eine neue Kunstform zu entwickeln. Du kannst nicht einfach ein Bühnenprogramm nehmen und kannst das eins zu eins auf so eine leere Bühne stellen. Das funktioniert nicht. Du brauchst ganz viele Elemente, damit die Leute zu Hause eben wirklich das Gefühl haben, wir sind live dabei, es ist eine besondere Atmosphäre und wir können das auch von zu Hause aus genießen. Und daran arbeiten wir unter Hochdruck und den Premierenabend werde ich mit meinem Chansonprogramm gestalten, mit meinem wunderbaren Pianisten an der Seite, mit dem Arndt Bark. Lokalrunde heißt dieses Chansonprogramm. Ich erzähle aus dem Leben der Wirtin, ne, der Wirtine. Sitzen, stehend, liegend, vorm, hinterm, neben dem Tresen, je nach Tagesform. Und dazwischen, gibt es noch die Applausmaschine und den Publikumsvertreter und das Teamkamerakind und den Tresentalk. Und es ist fürchterlich aufregend. Und ich werde dabei sein, ich bin gespannt. Also ich besorge mir ein Ticket auf jeden Fall, das haben wir ja schon gesagt. Wir hoffen auf ein Feuerwerk. Und es wird viel zu lachen geben. Ich bin fest davon überzeugt, Pleiten, Pech und Pannen wird auch dabei sein. Also wer lachen möchte, auch gerne auf unsere Kosten im Ernstfall. Ja, 10. April, 20 Uhr. Und Tickets gibt es bei kulturbarwendland.reservix.de. Und Kulturbar Wendland e.V. ist der örtliche Kulturverein, mit dem wir das zusammen... Okay. Und für den sind sozusagen auch die Reinerlöse dann hinterher. Ne? Also es ist zugunsten des Vereins, damit wir eben einfach die Spielstätte hier erhalten können. Ja, ich habe noch. Und weitermachen können mit der Vereinsarbeit, Kunst und Kultur für alle im ländlichen Raum. Weil gerade auch ist es halt sowieso schon schwierig mit der Live-Kultur. Und naja, jetzt ganz besonders, das brauche ich nicht mehr zu erwähnen eigentlich. Nee, aber ich finde, wie gesagt, das ist ganz toll, wenn Künstler und Menschen aktiv werden. Es ist natürlich nicht dasselbe wie live, aber es ist ein Tun. Ja? Ich mag Menschen, die tun und nicht nur reden. Und deswegen fand ich das auch so toll, wenn du immer davon gesprochen hast. Ich nenne es eine Brücke, weißt du? Also keiner von uns ist der Überzeugung, dass sowas wie ein Streaming ein Live-Erlebnis ablösen oder ersetzen kann. Das steht außer Frage.
Aber wir brauchen im Moment diese neue Form, um überhaupt am Ball zu bleiben. Und zwar alle, auch das Publikum. Und es ist für viele Künstler die einzige Möglichkeit, sich gerade zu präsentieren. Und ich weiß noch, dass ich selbst im vergangenen Jahr ein paar Wochen lang am lautesten geschrien habe, nein, 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 Streaming, das kann nicht funktionieren, das geht nicht. Was ist denn das für ein Quatsch? Und ich habe mittlerweile meine Meinung tatsächlich revidiert und revidieren müssen, weil es die einzige Brücke ist, die wir gerade haben, um auf die andere Seite des Flusses zu kommen. Mhm. Und deshalb ist meine Bitte und mein Appell an die Leute draußen auch wirklich, unterstützt das jetzt nicht nur unser Streaming, sondern auch alles andere, worüber ihr stolpert. Akzeptiert diese Formate beziehungsweise schaut sie euch an, schreit nicht nein, das will ich nicht, sondern gebt dem Ganzen eine Chance. Wir brauchen euch gerade so, so sehr, dass ihr dabei seid. Und ja, das ist mein Appell für die Übergangszeit jetzt, damit wir die Vielfalt erhalten, weil viele kleine Spielstätten sind extrem gefährdet. Und um die Vielfalt gerade im Bereich der Kleinkunst erhalten zu können, braucht es jetzt solche Aktionen. Und da finde ich es auch ganz wichtig, dass man auch bereit ist zu sagen, ich bezahle da auch einen Obolus, weil das hat was mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Ja, weil was du gerade erwähnt hast, das ist ja ein Aufwand. Dieser Aufwand ist ja in keiner Weise gedeckelt mit, man kann es ja sagen, wir dürfen das ja laut sagen, 17,50 oder was ist der Ticketpreis, 20 Euro? Also wir haben für die Veranstaltung am 10. April haben wir 3 Preisstufen, damit jeder sozusagen rausfinden kann, was für ihn richtig ist. Wir haben einen ermäßigten Preis für alle, die durch die Pandemie halt weniger Geld haben. Wir haben einen Normalpreis und wir haben ein Unterstützerticket. Mhm. Bei dem Unterstützerticket zeigst du halt deine Solidarität nochmal on top, indem du mehr zahlst als den Normalpreis. Und das ist eine Erfahrung, die ich zum Beispiel hier vor Ort schon gemacht habe im letzten Sommer, als meine Dorfkneipe hier zur Mitmachkneipe wurde. Wir hatten ja nur sehr wenige Öffnungstage, das heißt, es gab kein Personal und so weiter. Dann habe ich im Garten auf Selbstbedienung umgestellt und die Leute konnten sich ihr Bier selber zapfen und ihren Longdrink selber mischen und hatten da unglaublich Spaß dran. Also da hat keiner gemeckert oder gesagt, was ist das denn hier? Und es gab keine Diskrepanz in der Kasse. Also es wurde dann auch nicht kassiert durch eine Kellnerin oder durch mich, sondern da stand eine Holzbox. Da hast du dann das Geld für deinen Verzehr reingeworfen. Und da war keine Diskrepanz. Das heißt, die Leute waren ehrlich, sie waren solidarisch und viele von denen haben on top noch was in die Spendenbox für den Kulturverein geworfen. Und ich glaube, die Leute wollen mit Verantwortung übernehmen. Und dieses Ticketing-System ist eben auch noch nicht mal ein Experiment. Ich glaube fest an das Gute im Menschen und ich glaube daran, dass es funktioniert, dass jeder entscheiden kann, das kann ich jetzt dafür geben oder das kann ich dafür geben. Ja, genau. So, und Wertschätzung ist unfassbar wichtig, weil viele erwarten immer noch, ne, so von wegen Kunst und Kultur, dass man das umsonst konsumieren kann. Nein, davon leben Menschen. Das ist ihr Beruf. Und ich weiß auch gar nicht, wie man da drauf kommt. Aber teilweise machen wir Künstler uns das Problem auch selber, ne? Indem wir auf Teufel komm raus spielen wollen, auch wenn es kein Geld gibt oder sagen, ach, auf Hut oder so. Also es ist ein sehr sensibles Thema. Meine Meinung dazu ist, Kunst und Kultur kosten Geld und wir sollten das wertschätzen und dazu gehört nun mal auch die monetäre Wertschätzung. Gott, ich habe schon Knoten in der Zunge. War das verständlich? Ja, ich hatte jetzt ein paar Mal, weil ich ja auf dem Land lebe, Netzwerkprobleme, aber ich weiß, dass das trotzdem funktioniert hat. Liebe Tine, wir sind leider schon am Ende der Tasse Kaffee angekommen. Ja, ich warte. Ich habe noch gar nicht getrunken. Hier? Ja. Ich werde alles reinschreiben. Ich werde alles reinschreiben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es steht dann alles noch im Begleittext, wo man die Tickets bekommt, wie das Buch heißt, bei welchem Verlag. Und ich hoffe, dass ich dich irgendwann mal live besuchen kann in deiner Dorfkneipe. Da freue ich mich schon drauf. Ich komme wirklich. Das ist ein
Wie sagt man, eine Drogenversprechen. Genau. Ey, du glaubst gar nicht, wie ich das hier vermisse, dass die Leute hier einfach sitzen und Spaß haben. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Danke für deine Zeit. Und ich freue mich drauf. Und wenn du dann hier bist, gib Mutti einen aus. Ne? Ja, dann wunderbar. Ich baue mir eine Jeansjacke. Ja, tschüss. Ich wohne ja da drin in der Jeansjacke. Ne? Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.